meinen Augen sind also wirklich Schallplatten die Krönung des Musikgenusses. Das ist einfach das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen. Ich bin der Carlo aus Bamberg, bin jetzt 58 Jahre alt und seit über 31 Jahren Plattenhändler. Wir sind 1988 gestartet. Ein Freund von mir und ich in Bamberg war damals das erste Geschäft. Unser Anspruch war immer, wir sind für alle da, wir verkaufen auch Schlagermusik. Warum nicht? Und was das Besondere in Würzburg ist, ist, glaube ich, wird wenig Läden in Deutschland geben, vielleicht auch keinen, wo es so ein wahnsinniges Klassikangebot gibt. Ich meine, klar, da wir jetzt ja auch Bücher haben und CDs, also ist natürlich die Schallplatten sind natürlich schon das Herzstück. Das Schöne an der Schallplatte ist einfach, dass man etwas in der Hand hat. Ja, es hat ein super Format, das ist ungefähr 30x30 und man hat also erstmal eine wunderschöne Verpackung. In der Regel haben sich Leute sehr viel Mühe gegeben, das Cover zu gestalten. Dann Abracadabra ist da rechts eine Öffnung und da kommt dann erstmal der Inner Sleeve raus und da ist dann nochmal was drin, nämlich die eigentliche Schallplatte. Also Leute, kauft Platten, weil es wird euch glücklich machen. An meine erste Schallplatte kann ich mich natürlich sehr gut erinnern, weil ich die auch noch zu Weihnachten bekommen habe. Das bleibt natürlich dann doppelt im Gedächtnis, ja, weiß ich noch. Das waren zwei Beatles-Platten. Überraschung, Sgt. Pepper's und Abbey Road. Die habe ich natürlich heute noch. Musik ist tatsächlich in meinem Leben mindestens die Nummer zwei. Also schon sehr wichtig und es war eigentlich auch schon immer so. Ich habe natürlich viele andere Interessen auch, das ist schon klar, aber Musik ist schon wirklich was mich geprägt hat auch, kann man schon sagen, ja. Mein Lieblingsinstrument wäre tatsächlich meine Stimme. Also ich singe für mein Leben gern, aber ich habe eine grauenvolle Stimme, die... Das heißt, ich kann eigentlich nur singen, wenn niemand zuhört. Meine Lieblingsband war immer und wird auch immer sein, das die Beatles. Da wird sich nichts dran ändern, aber Musikgeschmack ist natürlich viel, viel breiter gefächert. In meinen Augen sind also wirklich Schallplatten die Krönung des Musikgenusses. Das ist einfach das i-Tüpfelchen, das Sahnehäubchen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil man sich also für eine bestimmte Musik, für eine bestimmte Platte, für einen bestimmten Interpreten, für eine bestimmte Band entscheiden muss. Also du hast keine Playlist wie beim Streaming, wo dann alles wild durcheinander ist, sondern du musst sagen, ich will jetzt wirklich konkret diese Reihenfolge von Songs hören. Dann muss man sich eben die Mühe machen, die Platte aus dem Regal zu holen oder wo immer sie gerade steht und die Schallplatte selbst aus der Hülle zu nehmen, auf den Teller zu legen. Das hat durchaus was von einem Ritual und man kann ein Ritual draus machen, die Nadel aufsetzen und dann 20 Minuten lang sich auf etwas konzentrieren und konzentriert zuhören und dann ist der Spaß auch schon vorbei. Dann muss man sich überlegen, drehe ich die Platte um, also es geht nicht automatisch weiter wie im Netz, oder habe ich genug oder lege ich eine andere Platte auf. Musik erzählt ja auch Geschichten, so wie Bücher. Also wenn es gute Musik ist, erzählt sie gute Geschichten und das wollen die Leute hören.